Ohne es kann man nicht überleben. In den anderen Stationen gab es Aufstände. Das Kommissar schickte Soldaten und ein Krieg brach aus. Einige starben dann im Kampf. Vergiss nicht, ein paar Felder wieder aufzubereiten, Archer. Wir waren nicht später genug, haben wir die keine Eingänge Zeit zu bewachen. Also kamen die Mutanten überall herein. Ah, tut mir leid. Ach, ist schon gut. Keine Sorge. Scheiße. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Wir haben Pech. Wir können die Waffen nicht reinigen. Wenn ich das richtig sehe, ist dieser Belüftungsschacht unser Ausgang zur Station. Ja, der. Dann gehen Sie durch die Station und nehmen den rechten Tunnel. Ganz einfach. Nehmen Sie einen Schluck, wenn Sie sich krank fühlen. Ein Schluck? Vielen Dank. Das ist eine verdammte Spritze. So konnten sie also überleben. Das ist das grüne Zeug. Bist du bereit? Viel Glück. Vergiss nicht, wofür wir das machen. Das Leben meiner Tochter, deiner Frau, liegt jetzt in deinen Händen. Und jetzt los. Ja, Leute. Wir sind jetzt alleine. Wir befinden uns immer noch hier in der Metro. Von irgendwas Sibirsk. Ja, geil. Fängt ja schon mal richtig gut an. Direkt mal irgendwelche Viechers hier. Ach Gott. Ich hab die Waffe nicht reinigen können. Was ist Kacke, ist das? Und die Viecher laufen hier durch die Gegend. Ah, ist das Kacke. Hätte mal eine Waffe reparieren sollen, statt einen Health Pack herzustellen. Ich finde hier auch kein Zeug. Es gibt's nicht! Wie viel Pech kann man denn haben? Ah! Ich muss alles mitnehmen, was geht. Vielleicht finde ich unterwegs noch eine Werkbank zum Reparieren meiner Sachen. Ah, das hätte mir Heilung gegeben. Shit! Ich hätte echt nicht zu viel Heilung machen sollen. Ah ja, jetzt ärgere ich mich. Auskommen. Ich weiß nicht, ob es denn sinnvoll ist, die Waffe hier rauszuholen. Können nicht großartig schleichen. Und haben wir die Viecher schon gesehen? Ach Mann. Und ich höre sie auch überall. Okay, komm, lesen wir was. Notizbuch. 12. Februar. Team 2 hat bestätigt, dass das Hauptlager leer ist. Die Container auf dem Frachthof enthalten nur leere Kisten. Unser Vorrat an Strahlenschutzstoff reicht noch für einen Monat. Es wird Zeit, dass wir die Rationen kürzen. Schicken Sie ein Team, um das Hauptgebäude zu untersuchen. Ach, deswegen. Ah, das ist das grüne Zeug. Das wurde gekürzt bei den Mitarbeitern, die Schienen freigeräumt haben. Und weil sie wussten, dass es langsam knapp wird, haben sie einen Aufstand gemacht. Tja. 20. Februar. Das Team ist aus dem Hauptgebäude zurückgekehrt. 70% Verluste akzeptabel. Im Lager in der Parterre befindet sich Strahlenschutzstoff für ein ganzes Jahr. Wenn man vom aktuellen Verbrauch ausgeht, der Taktikplan sollte beim nächsten Treffen des Komitees besprochen werden. 2. März. Der Taktikplan wurde von der Wartungsabteilung des Komitees genehmigt. Zur Verbreitung des Transports wird die Sonderabteilung sich um die Räumung der Strecke kümmern. Das ist die Sonderabteilung hat dann gestreikt. Also, nicht gestreikt, aber ihr wisst, was ich meine, Aufstand gemacht. Alle Reserven des Oberflächeneinsatzkommandos werden in die Sonderabteilung verlegt. Verluste werden durch das Straftäterkontingent ausgeglichen. 18. März. Die Operation zur Räumung der Strecke beginnt. Die Wartungsabteilung berichtet, dass die Arbeit aufgrund eines Mangels an Filtern dem Zeitplan eine Woche hinterherhinkt und die Verluste liegen über den erwarteten Zahlen. Schwerpunkt jetzt auf Wartung. 27. März. Die Sonderabteilung muss 2 Kompanien zur Bewachung des Räumungsteams stellen. Die Reserven sind erschöpft. Die Arbeit ist nur noch zu 30% erledigt. 11. April. Es gibt Aufstände. Strecke zu 35% frei. Die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zahlen sich aus. Die Verluste stabilisieren sich so weit, dass
sie ausgeglichen werden können. 17. April. Massenaufstände in mehreren Stationen. Die Sonderabteilung besitzt nicht genügend Streitkräfte zur Gegenwehr, da zu viele Einheiten zur Sicherung der Streckenräumung abgestellt sind. 50% erledigt. Fortschritt jetzt nach Plan. Wartungsabteilung für Belobigung vorgesehen. 2. Mai. Unruhen in den verschmutzten Stationen. Die Tunnel sind verriegelt. An wichtigen Verbindungsstellen wurden Barrikaden errichtet. Lage stabil. Saubere Stationsbewohner unter 50 werden der Sonderabteilung unterstellt. 19. Mai. Durchbruch im Zentrum. Gepanzerte Motordrasine verloren. Situation kritisch. 20. Mai. Oberstleutnant Klebnikows Team hat den Durchbruch lokalisiert, den Tunnel gesprengt, die Aufständischen noch vor der Sibirskaja-Station gestoppt. Streckenräumung fortgesetzt, zu 70% abgeschlossen. Alle verfügbaren Einheiten der Sonderabteilung zur Sicherung der Operation eingeteilt. 5. Juni. Sibirskaja-Station verloren. Oberstleutnant Klebnikow hat befohlen, die Station um jeden Preis unter Kontrolle zu bringen. 7. Juni. Klebnikows Operation ist ein voller Erfolg. Die Aufständischen an der Sibirskaja sind ausgelöscht. Klebnikow wurde zum Oberst befördert. Streckenräumung zu 90% abgeschlossen. Wir sind dem Zeitplan voraus. Alle Reserven vollzählig. 20. Juni. Streckenräumung zu 100% abgeschlossen. Transportweg zu 90% betriebsbereit. Basierend auf den verfügbaren Satellitendaten hat die Nachschubabteilung nun eine Reichweite von 1400 Kilometer. Das sollte reichen, um durch saubere Bereiche zum Baikalsee zu gelangen, wobei noch 300 Kilometer übrig sind. 28. Juni. Die Lok wurde von den Aufständischen in Brand gesetzt. Plan? 17. Juni. Juli. Die Streitkräfte der Sonderabteilung sind an der Oberfläche abgeschnitten. Alle Reserven haben sich im Hauptquartier versammelt. 2. August. Das war's. Ich glaube, das ist nur fair. Haben sie sich alle gegenseitig vernichtet. Als Maul, Junge! Schreibe ich dich an. Oh oh. Ich habe hier diverse Probleme, glaube ich. Alles gut. War ein guter Plan, ihn von hier oben zu töten. Weil so konnten alle zu mir kommen. Perfekt. Ha! Alles nach Plan. Was hast du in deinem Körbchen? Ein bisschen Munition. Okay. Wir können runtergehen. Ho, das war gut. Die Viecher sind weg. Ich bin in Sicherheit. Alter, was ist denn hier los? Richtig Luxus. Alter. Die Frage ist nur, gehen wir jetzt hier lang oder unten lang? Also ich denke mal, hier hat die Oberschicht gewartet, bis alles freigeräumt worden ist. Hier unten ist auch ein Weg. Aber da ist Blut und flackerndes Licht. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir gehen hier oben lang. Hier ist schön, hier ist Licht. Ne? Was kann es Besseres geben? Hau ab, Junge! Verdammt. Ich habe ihn nicht getroffen. Wieso gibt es hier so viele Wege? Dann gehen wir erstmal hier lang. Gehen wir unten lang. Ich habe das Gefühl, hier ist es besser. Reservelager. Na gut, das heißt aber, wir müssen trotzdem da oben lang gehen. Das gefällt mir nicht. Aber so kriegen wir wenigstens ein paar Ressourcen zusammen. Scheiße, Mann. Ich muss da oben lang gehen. Ah, hier ist die Barrikade. Alle so ein bisschen angeknabbert. Konnte sich anscheinend nicht entscheiden, was sie zuerst essen. Oh, na gut. Ist hier noch Loot? Ja. Habe auch immer nur so wenig Munition und alles. Wie sieht's hier aus?
Besser als hier, oder? Ja. Na komm. Ab durch die Mitte. Oh, ich will nicht. Ah. Kannst du die von hier oben aus erschießen? Oh, das sieht. Oh nein, das sieht nach einer verdammten Arena aus, Mann. Schaut, die Munition ist immer gut. Das war die Waffe, ne? Wieso leuchtet sie? Als wäre sie vor kurzem abgeschossen worden. Okay. Oder ist ein Dauerbrenner. Nice. Es gefällt mir ganz und gar nicht, dass ich hier so viel Kram bekomme. Das ist gar nicht gut. Oh, da kommt irgendwas Fettes. Ich fall nicht runter, nein, nein. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, der lebt noch. Mach doch nicht alles kaputt, ich brauch das noch. Oh, der lebt noch. Nein, 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 nein. Weg mit dir, Mann. Oh, der lebt doch. Nein. Oh. Mir geht's gut. Dem nicht. Scheiße, ich glaube, ich muss am Rad drehen, oder? Nein, oh nein, nein! Wie kannst du noch leben? Ich will doch nur am Rad drehen, Mann. Jetzt lass mich doch am Rad drehen! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Ihr könnt mich mal. Oh. Haut ab. Haut einfach ab. Hier scheinen keine Viecher zu sein. Oh. Natürlich funktioniert das nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Alle hätte ich abknallen können. Ganzen miesen Schweine. Gut, Zeit kurz mal die Batterie aufzuladen. Oh. Okay, hier gibt es kein Entkommen. Ich bin noch dran gekommen. Okay. Ich dachte schon, ich stecke jetzt fest. Das wäre genau mein Ding gewesen, irgendwo festzustecken. Hier ist aber nichts weiter, ne? Na gut. Du siehst mir noch nach Loot aus. Ich muss alles mitnehmen, was hier ist. Ein Boot. Er sagte, da ist irgendwas im Wasser. Geilo. Bin ich jetzt? Ach, immer noch auf dem Boot. Ich will nur das hier haben. Alles klar. Auf geht's. Leute, wir haben jetzt richtig Spaß im Wasser. Ich liebe Wasser. Wusstet ihr eigentlich, dass Wasser so das unbeliebteste Element von mir ist? Ich meine, ich gehe natürlich duschen. Aber ich bin ungern im Wasser. Keine Ahnung. Es ist für mich eine unkontrollierbare Situation. Das Wasser ist halt... Oh nein. Unkontrollierbar. Da schwimmt schon irgendwas. Ich mag es halt nicht, Dinge zu
machen, die unkontrollierbar sind. Zum Beispiel in Shootern gehe ich ungern in Fahrzeuge. Einfach weil ich, weiß nicht, es fühlt sich an, als würde ich die Kontrolle verlieren. Wir müssen dem da ausweichen. Ausweichen. Okay. Ich möchte noch nicht weiter schwimmen. Ja, wir machen hier mal eine kleine Pause. Muss das jetzt sein? Aber das waren doch normale Telepaten, oder? Oder waren das auch die Nacktpaten? Hallo? Hm. Ich will nicht. Was war das? Was zur Hölle ist das? Ist es gestorben? Yeah. Ah, die spucken auf mich, oder? Ja, die spucken auf mich. Achso, das ist das. Wieso kann ich nicht mehr zuschlagen? Schnell hin! Da war eine Dose! Hört auf, mich abzuspucken. Das ist nicht lustig. Eklige Viecher. Hau ab. Oh Gott, ich weiß, was hier ist. So ein Riesenwurm. So ein ekliger Riesenwurm. Ich glaube, der wird sowieso gefressen. Und dem müssen wir uns keine Sorgen machen. Genauso wie ich. Könnte ich das gebrauchen? Was haben wir denn hier? Altes Tagebuch, 10. Dezember. Offenbar hat sich jetzt alles mehr oder weniger beruhigt. Es fühlt sich merkwürdig an. Das Leben ist vorbei, die Welt liegt in Schutt und Asche und im Funk gibt es nur noch Rauschen. Viel länger werden wir nicht mehr haben. Der Geigerzähler tönt wie eine Alarmsirene auf Steroiden. Das Militär kann seine Farce hingegen noch immer nicht aufgeben. Sie haben ein Komitee aufgestellt, ein Sonderkomitee, um genau zu sein. Wie offiziell, die Zivilisten scheren sich nicht viel darum. Sie haben schon gejammert, als sie zur Sibirskaja verlegt wurden und als das Militär jegliche Immigration stoppte, zankten sie sich über die Plätze, die am weitesten von den Tunneln entfernt sind. Welchen Unterschied macht das schon? In einem Monat wird bestenfalls nur noch die Hälfte von uns leben. Ich fühle mich krank. Wie viel Strahlung ich in den letzten Monaten wohl abbekommen habe? 15. Dezember. Der Stationsverwalter hat heute den Strahlenschutzstoff ausgegeben. Wie scheint, wird das Zeug im Institut hergestellt. Ich dachte, es wäre nur ein Placebo, damit die Leute nicht in Panik verfallen. Aber nein. Als ich es einnahm, fühlte ich mich direkt besser. Offenbar werden wir wohl etwas länger hierbleiben. 1. Januar. Wie viele Jahre sind bereits verstrichen? Mein ganzes Leben. Gab es in diesem Leben irgendwas Bemerkenswertes? Ich habe es vollständig hier im Untergrund vergeudet. Naja, ich habe mich zum Depot begeben, aber nur wegen der Arbeit. Es könnte Schlimmeres geben, wenn man an das grüne Zeug kommen möchte. Also ging ich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Wer interessiert sich schon für Alltägliches? Hier unten kann man nicht einmal die Jahre auseinanderhalten. 2. Januar. Gestern musste ich einfach gehen und diese Scheiße aufgeben, da wir gerade vom Pech reden. Wo kommen bloß all diese Würmer her? Es ist doch Winter. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, den Tunnel zu reinigen. Im Technikflur hat sich der Schleim durch alle Bretter gefressen.
Woraus sollen wir denn ab jetzt unsere Stege bauen, verdammt nochmal? Immerhin hat es die Pilze nicht erwischt. Eine Hungersnot können wir nun wirklich nicht gebrauchen. Ah, die Würmer sind für den Schleim verantwortlich. Oh, der Riesenwurm ist wahrscheinlich die Mutter. Also doch irgendwie schon Ameisen, ne? Unsere Jungs sind von der Oberfläche zurück. 2 von 5. Und das Gespenst... Was für ein Gespenst? Und das Gespenst. Verlieren alle kein Wort darüber. Mit ein paar Drinks konnte ich aber ihre Zungen lockern. Das Lager mit dem grünen Zeug im Akademie-Gorodok ist jetzt leer. Deshalb müssen sie die Ration kürzen. Ein Glück, dass ich mir einen kleinen Vorrat angelegt habe. Aber wenn der zur Neige geht... Andererseits, wen kümmert dieses Leben schon? 15. Februar. Ich hab's doch gewusst, sie haben die ausgegebene Menge um die Hälfte gekürzt. Ich kann überleben, aber was ist mit den Leuten, die Familie haben? Und noch eine Kürzung um die Hälfte. Nur noch eine Ampulle. Damit kommt man hier gerade mal eine Woche lang aus. Eine Woche später fängt man dann an, seine Organe auszukotzen. 2 Wochen danach kann man sich schon mal nach einem Sarg umsehen. Obwohl Särge inzwischen natürlich der Vergangenheit angehören. Heutzutage kann man von Glück reden, wenn man nicht an die Schweine verfüttert wird, sobald man abgekratzt ist. 10. April. Ich habe Kolja meine letzten 5 Ampullen gegeben. Seine Tochter hat bereits Hautausschlag. Damit sollte es ihr eine Weile lang besser gehen. Ich habe keine Lust mehr, mir den Hintern in diesem Loch platt zu sitzen. Denn andererseits geht es genauso. Den anderen geht's genauso. Wir gönnen uns jetzt etwas Spaß und schwärmen aus, solange wir noch können. Das hier sind also die verunreinigten Orte. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt, als Maul da hinten, die Waffe auszutauschen? Ich glaube nicht, ne? Aber das Magazin ist cool. Ach, eine Schrot, okay. Magazin für die Schrotflinte war das. WTF? Ihr seid aus dem gleichen Loch wie der Wurm gekommen. Das geht doch nicht. Hä? Verarschen kann ich mich jetzt alleine. Ich wollte den Wurm töten. Habe ich den Wurm getötet? Nö. Geile Nummer. Geile Nummer. Na gut, weiter. Obwohl... Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es weiterhin heißt, Zero hat Angst wie ein kleines Mädchen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.